Es muss einen anderen Weg geben. Ach, kann ich nachladen, okay. Bist du ein Weg? Siehst nicht so aus. Kann man die kaputt schlagen? Scheinbar nicht. Ja, es ist die Frage, wie komme ich denn jetzt da dran? Klar, die, die von euch wissen, wie man da dran kommt, die werden sich aufregen darüber. Warte, war das jetzt gerade aufgegangen? Ja! Ein Mann baut eine Stadt auf dem Meeresgrund. Das ist ein Wunderwerk. Ein anderer Mann ist zufällig an Bord eines Flugzeugs, welches genau über dieser unterseeischen Stadt abstürzt. Das ist wahrlich das viel größere Wunder. Ja, und ich würde sagen, wir haben alles. Irgendwas mit Pest hat da gerade irgendeiner gesagt. Keine Ahnung. Ah, eine Eve-Spritze. Ah, gib her. Ach, gehe ich eben den langen Weg. So läuft ich so langsam? Okay. Ja, diese Faker aber auch, wo die sich totstellen, ne? Schlimm, schlimm. Verbandskasten. Ich hab nicht mehr viele Verbandskästen. So, und dann mal gucken, was passiert. Okay. Wir haben ihn aufheben. Sieht das aus wie eine echte Bombe? Ich würde schwer hoffen. Du musst ihn nach der geothermischen Überprüfung am Kern anbringen. Dann werden wir sehen, ob diese verdammten oberschlauen Gelehrten überhaupt eine Ahnung von der Geschichte haben. Ist doch selbst mal so eine Bombe dazu zünden. Ich meine, die erwischt uns doch auch, oder nicht? So, einfach mal voll altmodisch damit. Ah nein, ich wollte meine anderen Sachen benutzen. Hier. Pam! Wo ist die Leiche? Oh, die ist aber weit geflogen. Was für ein bescheuerter Traum. Irgend so ein Obstbaum hat sich gedreht wie der Deckel auf einer Flasche und Saft in Ryans Kehle geschüttet und das Schwein erstickt. Aber als ich näher hinsah, war es gar kein Baum. Es war die Kernsteuerung dieses Dings da, das die Magnetschlösser an Ryans Tor speist. Man kann die Energiezufuhr nicht unterbrechen, sie kommt direkt aus den Vulkanschloten. Ryan bekommt immer seinen Saft. Wahrscheinlich könnte man den Hurensohn darin ersäufen. Wahrscheinlich. So, ich nehme jetzt mal öfter den hier. Ich dachte, da wäre ein Big Daddy. Aber es ist nur eine Leiche. Hurra. Wo müssen wir hin? Ach, hier. Ach, ja, klar. Wir müssen davor die Tür da gehen. Irgendwie schon. So. Eine Melonenkamera. Die zumindest aussehen wie Melonen. So, dann würde ich sagen, dann tun wir mal die riesenfette Bombe da unten hin. Nicht dahin? Wie weit zurück wollen wir denn gehen? Ach, da ist es das Ziel. Sieht so aus, als ob der Ozean sich diesen Teil von Rapture zurückholen will. Das ist gleich zu Beginn des Krieges passiert. Hab's in der Zeitung gelesen. Geh schon mal rein, ich überleg mir, wie ich dir helfen kann. Hier müssen wir hin? Leite den Magmafluss? Ach so, einfach drehen. Ob diese Kreaturen dich umbringen?
Es kann nicht dir sagen. Während du mich immer näher an den Abgrund treibst, bringst du dich selbst mit dorthin. Ich kann dir einen schnellen Tod bieten, du Parasit. Der dürfte dir lieber sein als das, was kommt, wenn du mich besiegen solltest. Gut. Was muss ich denn machen? E gedrückt halten? Ach, E ge... Ah, ja. Drehen, halten, steht da auch. Oh, da kommen welche. Wo, wo, wo? Da. Okay. Dann würde ich mal sagen, weitermachen. Logisch, nachladen und währenddessen das Rad drehen. Ach, da oben dreht sich was. Ah, habe ich drauf geachtet. Geh mir weg, ey. Verbandskästen, dankeschön. So, und weiter. Oh ja, leck mich. So, fast fertig. Und das Ventil ist offen. Fast so gut wie. Und jetzt ist es offen. Ja, das ist ein bisschen heiß. Sie sind alle tot? Hoffentlich. Weiter jetzt zum Kern. Ich frage mich gerade, was der mit Kern meint, aber ich denke mal da, wo ich die Bombe platzieren soll. Wenn man mal bedenkt, dass hier gerade alles voller Wasser war, was gerade mal eben alles verdampft ist. Ach, da unten ist ja noch ein bisschen Wasser. Das sieht nach Elektro irgendwas aus. Ist irgendwas? Nö, okay. Ich denke mal auf der anderen Seite auch nicht. Lava! Magma! So weit weg von deiner Familie, von deinen Freunden, von allem, was du je geliebt hast. Aus irgendeinem Grund gefällt es dir hier. Du empfindest etwas, aber du weißt nicht genau was. Denk eine Sekunde darüber nach. Vielleicht kommst du drauf. Das Gefühl heißt Nostalgie. Das Lagerchen Genbank, das will ich gerade nicht haben. Ionischer Schrot, Moment, den kann ich doch bestimmt nachladen. Jo. Ionischer Schrot, ja, mehr kann ich nicht tragen. Explosivschrot kannst du mir mal geben. Oh, leck doch nicht rum. So. Dann geht's weiter. Das sieht nach Kern aus. Steuerung des Kernlifts. Was hat dir Atlas angeboten? Einen Teil meiner ausgeplünderten Stadt? Denk an meine Worte. Der einzige Dank, den du erhalten wirst, ist ein Messer im Rücken. Halt die Schnauze. So, was soll ich hiermit machen? Ach, ich habe die Bombe platziert. Oh mein Gott, was macht die da? Oha. Kerne überlastet. Ach du Scheiße. Mein Gott, was machst du da unten für einen Lärm? Wenn du mit dem Kern fertig bist, hast du nur noch eine einzige Aufgabe vor dir. Geh zurück zu Ryans Tor und löse den Überlastschalter aus. Damit kommst du in sein Versteck. Alter, wie geil das einfach mal aussieht. Oh, auf Zeit. Ach, das ist nur ein Sicherheitsalarm. Toll. Schon Angst bekommen. Moment. Nein, brauche ich nicht. Ich ignoriere einfach, dass ich beschossen werde. Ja,
Alter! Oder auch nicht! Jo, Lava. Ach, ich weiß, wo ich hin muss. Glaube ich. Ich denke mal zu dem Tor. Hey, bibt schon wieder. Das wusste der Big Daddy. Ach, direkt vor mir. Nein, diesmal nicht. Ich habe zu wenig Verbandskästen. Tut mir echt leid. Da lag was. Ach, Geld. Schön.